So, hallo zusammen und willkommen zu Let's Play Playdead's Inside. Ich habe das Spiel gerade eben einmal ganz kurz angespielt, in die ersten zwei, drei Szenen, und dann entschieden, dass es eigentlich ein ziemlich cooles Spiel ist, um ein Let's Play zu machen, und deswegen spiele ich das jetzt mal ganz ohne lange Einleitung, wie immer. Gehen wir in die Action rein, wir haben einen kleinen Jungen. Und das Spiel wirft uns hier auch ohne jede Erklärung und Anleitung rein. Ich kann mich bewegen. Das habe ich bereits gelernt. Ich kann springen und ich kann Dinge greifen, wenn denn Dinge da sind. Gut, wir sind hier im Wald. Wir haben eigentlich nur eine Richtung, in die wir gehen können, nämlich rechts, also zwei, rechts und links, aber nur auf der rechten Seite befindet sich was. Das ist also ein Sidescroller. Ich weiß noch nicht genau, worum es geht. Wie immer versuche ich möglichst blind zu spielen. Wie gesagt, die ersten drei, vier Szenen habe ich schon gesehen, aber danach weiß ich nichts. Ich weiß, dass hier ein Stacheldraht kommt, durch den ich mich hier aber durchzwängen kann. Und ein Laster, der nicht besonders vertrauenserweckend wirkt. Man sieht auch, wie der Junge sich zusammenkauert hinter dem Baum. Und ich warte mal lieber, bis der abgefahren ist. Nicht, dass da noch was passiert. Ich habe auch beim ersten Mal gewartet, bis der abgefahren war. Ich weiß also nicht, ob tatsächlich irgendwas passiert, wenn man in diesen Lastwagen reingerät. Aber wenn man früh genug hinläuft, dass er noch da ist. Hier sind zwei Kollegen mit der Taschenlampe. Und das weiß ich schon, von denen lasse ich mich lieber nicht sehen. Das wird nicht gut enden. Ich warte, bis die unterwegs sind und dann hau ich schnell ab. Okay. Und ich weiß nicht, warum ich auf der Flucht bin. Offensichtlich bin ich ein ziemlich junger Mensch. Junge, was auch immer. Aber offensichtlich bin ich auf der Flucht. Hier komme ich nicht hoch, aber ich habe gerade schon gesehen, wie ich instinktiv diesen Kühlschrank hier gegriffen habe. Und den hier an die Wand schiebe und dann kann ich den als Leiter benutzen. Los geht's. Eine bessere Gelegenheit gibt sich eh nicht. Schön in Deckung bleiben. Schön in Deckung bleiben. Die haben einen Hund. Hunde sind böse. Keine leuchtende Laterne. Ich schätze, ich gehe einfach. Hunde sind böse. So, das hier habe ich auch direkt gemerkt, dass man diese Kiste hier ziehen kann. Beim ersten Mal. Oh, ich höre bellen. Oh, ich habe Angst. Hin mit der Kiste und hoch mit dir. Und hier hinab. In den Fluss. Oh oh. Oh oh. Renn, renn. Renn, 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 renn. Puh. Ich sag doch, Hunde sind böse. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Ganz ehrlich, so weit kenne ich es noch. Das habe ich alles schon gesehen. Oh, habe ich wieder. Ich habe wieder Steam Friends an. Man wird wahrscheinlich wieder das Overlay sehen. Ach, das nervt jetzt aber rum. Das passt ja mal gar nicht dazu. Ich versuche das gleich auszumachen, wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt. Ja, oder. Also, wenn es weiter rum nervt, dann mache ich es los. Und ich weiß noch gar nicht, vielleicht habt ihr es auch gar nicht gesehen auf der Aufnahme. Ich bin nicht immer sicher, ob es wirklich aufgenommen wird. Okay. Dann. Ich höre ein Auto. Oh ja. Puh. Hier hinten gibt es nichts. Nur eine Wand. Aber immerhin ein gutes Versteck. Hier
Jetzt sind wir schon fast an der Stelle, wo ich eben aufgehört habe. Dieses Auto hier, steigt einer aus oder ein oder was auch immer. Ich habe hier lange gewartet, ob das Auto sich verzieht, aber es tut es nicht. Und es hilft nur eins: Rennen. Und da kommt ein Typ hinter mir her. Und da kommt ein weiterer Typ von vorne. Weiter. Und laufen, 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 laufen und rutschen. Oh, die schießen auf mich. Und da kommen wieder die Hunde. Wasser ist gut. Wasser ist gut gegen Hunde. Hier kann ich untertauchen. Hinter dem Licht wieder auftauchen. Oh, man merkt das vielleicht im Video nicht so, aber mein Controller vibriert und er fängt an schwer zu atmen unter Wasser, beziehungsweise nicht zu atmen, weil er eben den Atem anhält. Man muss also relativ schnell auftauchen. Man kann hier nicht beliebig lang, beliebig tief tauchen. Er kommt auch nicht beliebig tief runter. Ja, und im Prinzip ist das die Stelle, wo ich eben aufgehört habe. Ab jetzt weiß ich also nichts mehr und werde mich wahrscheinlich auch deswegen deutlich dümmer anstellen ab jetzt. Tote Schweine. Und ich weiß immer noch nicht, woraus ich fliehe. Ah, hier kommt doch gleich einer, hier kommt doch gleich einer. Nein? Okay, dann nicht. Oh, das Maisfeld, der Klassiker. Hier kann man sich gut verstecken. Ja. Das Spiel ist übrigens schon eine Weile draußen, aber war jetzt heute im Angebot und deswegen habe ich mich entschieden, es einfach mal zu kaufen. Ich habe das schon seit einer Weile auf meiner Wunschliste, obwohl ich eigentlich gar nicht so genau weiß, worum es geht, aber es ist so der Nachfolger oder zumindest vom selben Studio und vom Stil her sehr ähnlich wie Limbo. Und Limbo fand ich damals schon recht gut. Das Spiel soll auch nicht besonders lang sein, was es noch umso besser macht für ein Let's Play für mich, wo ich momentan eh nicht so viel Zeit habe. Was sind denn das für Küken? Oh, süß. Nein, nicht wegrennen. Bleibt bei mir, bleibt bei mir. Kommt zu mir, ihr Küken. Oh ja. Oh. Oder fühlt man sich gleich viel besser, wenn man von Küken umringt wird. Okay, ich würde gerne mit dich spielen, aber ich. Wenn ich langsam gehe, dann bleibt ihr. Sehr schön. Und es regnet auch in Strömen. Das ist echt nicht gut. Der wird doch total unterkühlt sein. Also die Küken mögen sich, ich kann mögen mich, ich kann kein schlechter Mensch sein. Oh mein Gott, so viele. Oh, ich hoffe, hier wohnen gute Leute und nicht böse. Da ist eine Tür. Ah, Moment, das ist ein Seil. Ich hätte die Tür ist zu. Ja, sieht so aus. Ich kann sie nicht ziehen, aber greifen oder ziehen geht nicht. Aber das Seil hier kann ich greifen. Kann ich hochklettern und dann. Ja. Oh, lieber auf Nummer sicher. Hopp. Okay, das war ja gut zu schaffen, der Sprung. Oh, ein Hebel. Ich gucke erstmal, ob ich die Tür aufmachen kann. Ah ja, ich kann ihn hochheben. Ah, sehr schön. Dann können die Küken mit rein. Oh, ich hoffe, den Küken passiert nichts. Oh. Hebel muss ich einfach ziehen. Das liegt in meiner Natur. Okay, es passiert nichts.
schon besser. Oh nein, 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 ich werde jetzt hier nicht die Hühnchen schreddern. Ich sehe da, dass da unten was eingesaugt wird. Nein, das will ich nicht. Ich will nicht die Hühnchen schreddern. Muss ich die Hühnchen schreddern? Nein, 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 nein. Nein, 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 vergebt mir, Hühnchen. Oh mein Gott, ist das graus. Hey, sie leben noch. Sie leben noch. Sie sind nicht geschreddert worden. Cool. Sind die Hühnchen unsterblich oder war das. Was war das eigentlich für ein Gerät? Hm. Die Hühnchen sind meine Freunde. Ich habe sie nicht getötet. Alles ist gut. Alles ist gut. Also bis jetzt gefällt mir das sehr gut. Okay, das sieht jetzt mehr so nach Assassin's Creed aus. Sprung vom Dach in eine Kiste voller Schweineleichen. Ah, ich gucke einfach mal, was passiert. Ich habe ja keine Ahnung, was hier abgeht. Oh, oh. Au. Hat funktioniert. Ich kann den Schweineleichenwagen sogar verschieben. Ist das hier eine Tür? Nein. Immerhin wird man hier nicht mehr gejagt. Sagte er und wurde gejagt. Nein. Ja, so ähnlich war das auch in Limbo. So ein bisschen Physikpuzzle, so ein bisschen Schiebepuzzle. Da hinten bewegt sich was. Was wächst da aus diesem Schwein raus? Sind das Würmer oder was ist das? Och, ich will es gar nicht wissen. Ah, ich nehme an, da drüben kann ich drunter durchkriechen oder tauchen. Durch den Schlamm. Nein? Ah, ne, ich kann drüber klettern. Auch gut. Also die Lücke da unten wäre relativ groß. Ich denke auch, drunter durchkriechen hätte funktioniert. Dann wäre ich nur durch wesentlich schlammiger geendet hier. Okay. Oh shit, 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 oh shit. Oh. What the hell? Was ist da los? Ich meine, kann ich da drüber springen über das Schwein? Jetzt scheint es ausgenockt zu sein. Das war der Schweineschwanz, der da gezuckt hat. Kann ich da hochgehen? Nein. Ist da hinten nicht einer? Sind das Menschen? Das sind Menschen. Holy shit. Sieht aus wie Menschen. Ich schätze, ich brauche die Schweineleiche, um da dran zu kommen. Komm her, du Schwein. Wow. Ich habe mir den Schwanz abgerissen. Irk. Oh mein Gott, Igitt. What? What are you doing? What the f... Oh! Oh, ich kontrolliere die Kerle da hinten. What? Okay, die können sich ducken irgendwie. Die wollen das Gitter anheben. Ah, ja, ja, ja. Hebt mal an, zusammen. Okay. Und jetzt? Hebt mal das da. What? Und wie komme ich jetzt wieder raus hier? Ah, so. Okay, alles klar.
Das ist auch mal interessant. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Oh, ich glaube, hier brauche ich noch mal ein bisschen Manneskraft, um das Ding hochzuheben. Oder? Nein. Nee, geht auch alleine. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Ich habe ja springen gedrückt. Das ist ein Blödsinn. Die Sonne kommt raus. Und da hinten sind noch mehr. Okay, das sind Lastwagenkerle. Die sind nicht kontrollierbar. Zumindest nicht so einfach. Aber die schauen auch nicht her. Oh, weil die sind schon recht zombie-mäßig aus da hinten. Sind vielleicht denn das Lastwagenkerl-Anwärter oder so? Oder werden hier zu Schweinen verarbeitet? Oder ich habe auch keine Ahnung. Dieses Seil da oben sieht aus, als könnte man es noch benutzen. Und dieser Wagen sieht aus, als könnte man ihn ziehen. Oh, I see. So, jetzt mal ein bisschen Schwung hier. Hopp. Hopp. Ach, im echten Leben würde das nie funktionieren, von so einem Seil so abzuspringen. Aber wir sind hier ja nicht in einer realistischen Simulation, sondern in reiner Fiktion. Was kann ich denn hier? Kann ich das Fenster öffnen? Ah ja, ich kann. Mehr Hühnchen! Hallo, meine Freunde. Oh! Oh, es waren Vögel. Keine Hühnchen. Ups. Okay, wenn das Ding da oben runterkommt, möchte ich nicht drunter stehen. Ich habe das im Auge. Oh, die Vögel könnten das vielleicht umstoßen. Schon wie beim letzten Mal. Vor allem, weil sie wieder da sind. Ich schau mal, ob die wiederkommen. Da kommt doch was. Okay, ich muss sie im richtigen Winkel hochscheuchen. Ich weiß nicht, ob das tut, was tut oder ob das geht, aber ich probiere es mal. Oh. Nicht so richtig, ne? Vielleicht war ich zu schnell. Ich schaue einfach mal, ob ich so weiterkomme. Aber diesen Tresor würde ich ja schon gern haben. Aber ich habe das Gefühl, da komme ich auch irgendwie anders hoch. Schon ziemlich doof, wenn man sich nur in zwei Dimensionen bewegen kann. So komme ich nicht mehr ran. So komme ich gerade so ran, aber nicht genug, dass er sehr hochklettern kann. Ah, okay. Ja, ich kann das Ding ja auch hochschieben und dann oben lang klettern. So ungefähr. Wupp. Wupp. Mal schauen, was hier hinten liegt. Nein! Wow. Wow. Was, von dem Sturz stoppt er jetzt, aber doch schon viel größere Sprünge überlebt. Na gut. So sollte eigentlich reichen. Ich würde es am liebsten noch ein bisschen drehen, aber es geht ja hier nicht. Aber nicht, dass ich wüsste. Können wir mal gucken, ob ich den Sprung schaffe. Nee. Nee. Dann bin ich noch ein bisschen überfragt. Gehe ich gerade nochmal runter. Und die Vögel sind immer noch da. Ja, ich sag doch, sobald ich nicht an der Stelle bin, wo ich nicht mehr vorgespielt habe, versage ich ziemlich. Also darunter springen ist der sichere Tod. Das haben wir schon gelernt. Aber das Ding hier noch tiefer setzen, dann komme ich nicht mehr hoch.
Das sah jetzt nicht aus, als wäre der Sprung knapp gewesen, den ich eben gemacht habe. Wie gesagt, am liebsten würde ich es drehen. Nee, das reicht einfach gar nicht. Vielleicht kommt irgendwas runter, wenn ich es ganz hoch mache. Also so ist schon maximale Höhe. Aber es war unten, als ich kam. Also sagt die ganz logische Spiellogik, sagt, ich muss es hoch machen. Ich gucke mal, ob das den Safe irgendwie verändert hat. Das könnte ja an dem Kabel dranhängen. Und hier hängt auch ein Seil. Nee, Safe geht es immer noch so genau. Genauso wie eben. Ich möchte aber nochmal die Vögel drauf scheuchen. Das geht bestimmt. Das geht bestimmt. Das ist so offensichtlich, dass man diese Vögel da Richtung Safe scheucht. Ich gehe diesmal langsamer. Weil sie sind drunter durchgeflogen. Ja, wir fliegen immer noch drunter durch. Nee, nichts zu machen. Also, dass ich den Safer draufwerfen muss, ist, glaube ich, recht offensichtlich. Muss ich nur irgendwie drankommen. Ach, so schwer kann das doch nicht sein. Warum stelle ich mich denn so doof an? Das gibt's doch nicht. Was habe ich denn noch nicht gemacht? Eigentlich gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten, was ich machen kann. Ich konnte natürlich drüben runterspringen ins. Da war doch ein Wasserbecken, oder nicht? War nicht ein Wasserbecken? Ja. Nee. Ups. Es war ein Loch. Ja, Spiel, ich hab's verstanden. Ich soll hier was machen. Kann ich hier am Seil hochklettern? Ach, trotzdem kannst du nochmal am Seil hochklettern. Oh, come on. Ich kann doch nicht so auf dem Schlauch stehen. Ach, ich kann es doch drehen? Kann ich es doch drehen? Ich kann es doch drehen. Ja, ich kann es innerhalb der zwei Dinger drehen da hinten. Und dann würde ich gerne unten drunter durch oder oben drüber. Ja, oben drüber. Okay. Das war's, was mir gefehlt hat. Dass ich das drehen kann. Gut. Dann sollte das jetzt machbar sein. Ja. Oh mein Gott, hat das gedauert. Das tut mir jetzt leid. Aber ich fand, das war nicht unbedingt offensichtlich, dass man das drehen kann. Okay. Mach mir ein schönes Loch. Oh! Boah.